Dank meines neuen Sumotrons ist meine fliegende Fabrik schneller als je zuvor. Jetzt bin ich nicht mehr aufzuhalten. Schnell zu sein heißt der Beste zu sein. Was? Nein! Oh, verflixt! Jetzt muss ich von Hause laufen. Das ist so langsam. Langsam zu sein ist das Schlimmste. Oh. Gesichtsscan abgelehnt, Katzenflitzer verriegelt. Es öffnet sich nur bei Catboys Gesicht. Wenn ich bloß eine Gesichter-Tausch-App hätte für dieses Problem. Ah, stimmt. Die hab ich ja. Bitte lasst jetzt nicht viel los, denn in der Nacht sind wir ganz groß. Ihr wart super heute Nacht. Wir haben es Nacht-Ninja so richtig gezeigt. Bitte lächeln. Romeo, was ist passiert? Du hast mein Gesicht gestohlen. Warum machst du das? Weil... Gesichtsscan abgeschlossen, Katzenblitzer entriegelt. Was sollen wir tun? Ihr verfolgt Romeo. Ich komme nach. Super Eulenflügel. Super Gecko Tarnung. Schnell ist am besten! Schnell ist am besten! Super Katzenflitzertempo! Ja! Ja! Er ist zu schnell! Wir können ihn nicht aufhalten! Hey, PJs! Denk schnell! Denk schnell! Das ist es! PJ Masks, hört mir zu! Schnell ist am besten! Schnell ist am besten! Super Eulen Federn! Schnell ist am... Schnell ist am besten! Oh, schnell ist am besten! Ah. Oh, bleib stehen, Romeo! Bestimmt nicht! Super Katzen, der... Hey! Weißt du, Romeo, du dachtest, schnell zu sein wäre das Beste, aber das ist es nicht. Nein, nein, nein! In einem Team zu sein ist das Beste! Geschlossen, komm schon, an einem Tag wie heute... warte mal... Nichts, was mein Lokomatik nicht hinbekommt. Kein Schloss hält meiner eindrucksvollen Technologie stand. Ja, die ganze Eiscreme, alles für mich. Puh, ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal so heiß war. Keine Sorge, Connor, ein Eis wird dich gleich abkühlen. Sieht aus, als würden sich die Dinge aufheizen, nicht abkühlen. Schnell, wir müssen etwas unternehmen. Romeo entkommt mit dem gesamten Eis. Auf geht's, PJ Masks. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Oh nein, diese PJ-Quillgeister haben das schlechteste Timing. Oh, ich hab Schokolade und Kaugummi und... Oh, ich darf Erdbeersahne nicht vergessen. Schau, deine Eiscremespur. Sie sollte uns direkt zu ihm PJ führen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn am Tage sind wir ganz groß. Nur ich kann am heißesten Tag das größte Eis haben. Lecker. Nicht so schnell, Romeo! Oh, nicht ihr schon wieder? Das ganze Eis an dich zu reißen ist nicht sehr nett, Romeo. Was ist mit allen anderen? Teilen macht Freude! Was sagst du, Catboy? Du willst, dass ich mein Eis teile? Es wäre mir eine Freude!
Ihr kennt meinen Gefrierstrahl bereits? Doch jetzt hat er einen coolen neuen Trick. Macht euch bereit, geeiscremt zu werden. Romeo verschwendet das ganze leckere Eis. Ich habe eine Idee. Ihr zwei könnt Romeo dazu, das Eis auf euch zu schießen. Und ich sammle so viel wie möglich mit meinem Korb auf. Super Eulenfedern. Oh, na los, BJs. Ich dachte, ihr wolltet Eis. Super Katzentempo. Nein, Catboy. Hurra, guter Schuss. Erwischt. Seht ihr? Ich hab euch gesagt, euch nicht mit meinem Gefrierstrahl anzulegen. Wo ist der Korb mit dem Eis? Aha! Was? Das ist unfair. Ich wollte doch nur etwas Eis. Sieht so aus, als bekommt nun niemand Eis. Es ist einfach zu heiß. Alles ist so schnell geschmolzen. Zumindest schmeckt das besser als klebrige Spritzer. Gackernder Gecko! Romeo, nimm deinen Rummelplatz ein! Nicht mit uns! DJ Max, jetzt nicht hier los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Los zum Katzenflitzer! Schnell, zum Spiegel! Kabinett? Hey, wo ist der Rummelplatz? Und wo ist Romeo? Hey, seht euch das an! Bei meinen Schnurrhaaren! Seltsam! Bringen wir ihn zurück ins Hauptquartier und schauen, was er sonst noch kann! Nein, das könnte gefährlich sein! Lass uns nichts übereilen, Gecko! Es ist nur ein Spiegel! Was soll schon passieren? Ah! Puh, vielleicht war das keine gute Idee. Ihr habt keine Ahnung, Pigeon-Geziefer. Spiegelmast, wir sind ganz stark. Und wir nehmen jetzt den Tag. Wow, wow! Du entkommst mir nicht, Catboy. Super banter Tempo. Super Eulenfedern. Nimm dies und das und dies. Wow, super Eulenflügel. Komm raus, egal wo du bist. Ach, Romeo, ich wusste es. Super Gecko Tarnung. Die einfachste Art, um die nervtötenden PJ Masks zu besiegen, ist, sie sich selbst besiegen zu lassen. Meine teuflische Spiegelerfindung brauchte einfach nur ein wenig von Geckos Superkraft. Dem werde ich zeigen, mich reinzulegen. Super Gecko Muskeln. Nein, was hat die Catboy nochmal gesagt? Nichts übereilen. Ich hab's. Jetzt. Ich weiß nicht. Ich schon. Als ich den Spiegel berührt habe, sind durch meine Superkraft die Mirrormasks aufgetaucht. Vielleicht können wir sie auf die gleiche Art auch besiegen. Arme BJs, gebt einfach auf. BJ Masks geben niemals auf. Du schon wieder. Super Gacko Muskeln. Nein. Gut mitgedacht, Gecko. Ich habe zuerst nachgedacht, wie du mir geraten hast. Was machen wir jetzt damit? PJ Masks! Ja?
Puh, das war ein echter Albtraum. Endlich gehören die Superkräfte von Catboy mir. In meinem Traum versuchte der Bösewicht, mein Superkatzen-Tempo zu stehlen. Kannst du dich an das Gesicht erinnern, Connor? Denk nach. Oh, Nacht-Ninja wollte schon immer der Schnellste sein. Ja, je mehr ich versuche, mich daran zu erinnern, desto verschwommener wird es. Hey, das ist mein Keks. Wer war dieser schnelle Eiscreme-Dieb? Ich habe keine Ahnung, aber wir stoppen ihn besser, sonst wird nicht nur unser Nachtisch gestohlen. Auf geht's, PJ Masks. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Catboy! Gecko! Gecko! Eule! Super Katzen-Tempo! Huch, was ist jetzt los? Oh nein, mein Albtraum ist wahr geworden! Catboy, hat jemand dein Super Katzen-Tempo gestohlen? Sieht so aus. Lasst sie nicht damit entkommen. Auf geht's, Eule. Nur müssen wir handeln. Schnell dem Dieb hinterher. Super schnell zu sein hat ein paar tolle Vorteile. Zum Beispiel gratis Muffins. Ha! Hab ich dich! Oh nein! Ich hätte wissen müssen, dass du es warst, Romeo. Nein! Hey, diese Superkraft zu stehlen war harte Arbeit. Unfair! Ihr nervtötenden BJs ruiniert alles. Ich wollte doch auch nur mal super schnell sein. Schön, dass du wieder geeilt bist. Wartet kurz. Superkatzen-Tempo. So, jetzt ist es besser. Eigentlich ist dieser Keks wirklich sehr groß, oder? PJ Masks ruft laut, hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr für... den Nachtisch? Oh Mann, das dauert ja ewig. Wer braucht schon super Katzentempo? Was ich jetzt brauche, ist super Mathe-Tempo. Der war gut. Du schaffst das, Connor. Oh. Wow, wow, wow! Hey, die Superkraft! Oh. Oh, was war das? Es fühlte sich ein bisschen so an wie... Was ist passiert? PJ Robo, alles okay? Was? Die PJ-Superkraft-Kristalle sind verschwunden? Oh nein, ohne unsere Kristalle könnten wir unsere Superkräfte verlieren. Wir müssen sie zurückbekommen. Maya hat recht. Außerdem könnte jemand mit der Superkraft aus den Kristallen ernsthaften Schaden anrichten. Auf geht's, PJ Masks! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Gecko! Gecko! Unglaublich! Nacht-Ninja hat alle drei PJ-Power-Kristalle gestohlen! Schaut mal, weiter hat er es nicht gebracht. Er ist noch im Garten. Wir erwischen ihn sicher noch, wenn wir uns beeilen. Höchste Zeit für etwas Superkatzen-Tempo. Oh nein! Nicht schon wieder! Extra Superkatzen-Tempo! Extra! Super Gecko-Muskeln! Super duper Eulenaugen! Hey, ich sehe Nacht-Ninja da vorne und er hatte die PJ-Power-Kristalle. Scheinbar lädt das Mondlicht die Kristalle und unsere Supermächte besonders stark auf. Aber zu viel Superkraft könnte die Kristalle beschädigen. Wir müssen sie zurückbekommen, bevor es zu spät ist. Bleib stehen, Nacht-Ninja! Was machst du mit unseren Superkraft-Kristallen? Oh! Ständig müsst ihr PJ Ungeziefer mir den Spaß verderben!
Und dank der Superkraft der Kristalle musst du dich jetzt PJ Supermasks entgegenstellen. Super Eulenfedern! Das war sehr schnell, aber nicht schnell genug, Eulette. Na dann, wie wär's damit? Extra super Gecko-Muskeln! Ich bin stärker als jeder von euch, PJ Ungeziefer! Selbst in eurer Supervariante. Nehmt dies und das. Netter Versuch nach Ninja. Extra super Katzentempo. Wow. Schaut euch das an. Ich wette, ich kann sie bis zum Hauptquartier zurückschleppen. Gecko, nein! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Das sollte ihre Aufmerksamkeit wecken. Mal sehen, ob wir PJs Team widerstehen könnten. Hey, was ist das? Oh nein! Das kann nichts Gutes bedeuten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Gecko! Gecko! Super Katzenohren! Schnell, PJs, hier lang! Das sieht eigentlich ungefährlich aus. Vorsicht, Catboy, wir wissen noch nicht, was es ist. Ja, es könnte gefährlich sein! Seht ihr, wie ich es euch gesagt habe, völlig harmlos. Puh, ich dachte, das könnte ein Trick sein. Wohl eher eine Falle! Romeo, was soll das? Mein Metamorpho-Laser bringt euch PJs endlich dahin, wo ihr hingehört. An die Leine. Damit wirst du nicht davonkommen, Romeo. Ah, wie kann ich meinen Freunden helfen, wenn ich ihn feststecke? Oh nein, Gecko, pass auf. Komm zurück. Zwei PJ-Ungeziefer erledigt. Fehlt noch eins. Oh nein, Catboy. Hier, Miezekätzchen. Weißt du, Robo wollte immer ein Kätzchen haben. Und nun erfülle ich ihm seinen Wunsch. Suchst du nach mir, Romeo? Super Katzen-Tempo. Hey, warte. Bleib doch stehen. Wow, oh, wow. Sieht aus, als wäre dir etwas schwindelig. Was, Romeo? Was? Mir? Nee, mir geht's gut. Oh nein! Das sollte dich für eine Weile außer Gefecht setzen. Und das nehme ich. Vielen Dank. Ihr wisst genau, was jetzt kommt. Gruppenkuscheln! Martin, Bu steht, wenn ich... Wow, Asteroiden sind unglaublich. Ja, es lebe die Wissenschaft. Mit dieser Asteroidenkraft hätten die PJ Masks keine Chance gegen mich. Asteroiden können eigene Monde haben. Ha, wer hätte das gedacht? Jetzt kann mich niemand aufhalten.
Mal sehen, ob das klappt. Moment, was? Wo sind sie hin? Das kann nichts Gutes bedeuten. Schnell, Pijamas. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Peter Musk, zum Glück! Jemand hat meine mächtigen Asteroiden gestohlen! Wir wussten, dass Luna Girl nichts Gutes vorhat. Sie ist gerade mit deinen Asteroiden dorthin geflogen. Keine Sorge, Newton! Wir helfen dir, sie zurückzubekommen! Peter Musk, jetzt nicht viel los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Mal sehen, wie mächtig diese Asteroiden wirklich sind! Nicht so schnell, Luna Girl! Gib die Asteroiden her! Keine Chance, jetzt hättet ihr mich niemals aufhalten können! Super Eulenfedern! Superkatzen-Tempo! Ich habe genug davon, dass ihr Peaches meine Pläne vermasselt! Super Gecko! Yes. Hey! Unfair! Das ist mein Luna-Magnet! Gib ihn mir zurück, du gemeiner Asteroid! Dieser Stern hat all meine Superkräfte geklaut. Siehst du? Ich habe versucht, es dir zu sagen, Luna Girl. Dafür werdet ihr büßen, PJs. Und du auch, Newton. Hier steht, ich brauche nur... Vielen Dank für eure Hilfe, PJ Masks. PJ Masks, ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! PJ Masks, jetzt nichts mehr los, denn in der Nacht sind wir ganz groß. Jacko! Aua! Es kommt mehr! Das klingt wie ein Monster! Kein Monster? Ein Dinosaurier! Gecko? Ihr hättet eure Gesichter sehen sollen, ihr hattet solche Angst. Hey, es ist nicht nett, andere zu erschrecken. Ja, das ist echt gemein. Es war nur ein Streich, ich wollte euch nicht erschrecken. Ein Streich sollte nicht gemein sein. Ihr habt recht, es tut mir leid. Keine Streiche mehr, Peter, versprechen. Frische Blumen? Bäh, zu hell und sonnig für mich. Wenn sie nicht nachts wachsen, dann sind sie nicht okay. Bei meinen Schnurrhahn, sie stiehlt alle Blumen aus dem Park. Schletternde Schlangen, ich hab's doch versprochen, keine Streiche mehr, aber als wenn sie einem guten Zweck dienen. Okay, das ist der Plan. PJ Masks, jetzt nichts wie los, denn in der Nacht sind wir ganz groß. Wie kann man sowas nur mögen? Was war das? Motten, wart ihr das? Hallo, ist da jemand? Lichter und Action. Super Gecko Tarnung. Super Katzen-Tempo. Ah, okay, behalte die Blumen. Ich bin raus. Mondbord. So, Entschuldigung nochmal, dass ich euch vorher so erschreckt habe. Kein Problem. Am Ende hast du das Richtige getan und nur das zählt. Ein guter Einfall, durch einen Streich den Tag zu retten. Pijamas, ruf laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. PJ Masks, jetzt nichts los, denn in der Nacht sind wir ganz groß. Jacko.
gackernder Gecko. Was geht denn hier vor sich? Was meinst du? Flatternde Federn. Das muss eine Art Trick sein. Wer von euch ist der Toilette? Ich. Nein, du nicht. Ich bin's. Wie sollen wir wissen, wer die echte ist? Ich weiß, wir testen eure Superkräfte. Nur die echte Toilette hat alle ihre Superfähigkeiten. Los geht's. Super Eulenfedern! Super Eulenfedern! Super Eulenaugen, Super Eulenaugen. Vom Bösewichten befreien, anstatt hier eure Zeit verschwenden. Okay, PJ Masks, jetzt nichts wie los. Moment, nur die echte Eulette sorgt sich mehr um das Wohl der Stadt als um sich selbst. Ja, wie eine echte Heldin. Ich bin eine echte Heldin, sogar eine noch bessere. Romeo hat mich exakt so wie Eulette gebaut. Romeo hat dich gebaut? Ah, Robo-Eule! Oh Mist, ich hatte alle Superkräfte. Aber du kannst nun mal nicht vorgehen, meine Heldin wie Eulette zu sein. Naja. Vielleicht beim nächsten Mal. Da! Super Eulenflügel! Super Eulenfedern! Oh nein! Danke, dass ihr mir geglaubt habt. Das war einfach. Es gibt nur eine Eule. Es sind nicht die Superkräfte, die dich zur Heldin machen, sondern dein Herz. PJ Masks ruft laut hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Man sollte dir eine Trophäe dafür geben, dass du die meisten Trophäen hast, Meister. Da hast du recht. Ha, diese ganzen Trophäen beweisen, dass ich der Beste bin. Nein, du bist der Schlechteste. Du hast diese Trophäen geklaut. Du musst sie zurückgeben. Ihr könnt mich nur dazu zwingen, wenn ihr mich fangt, PJ Ungeziefer. Oh, das wäre ich. Superkatzentempo. Warte. Wir brauchen einen Plan. Jetzt. Ja, Meister. Super Robotempo. Juhu. Hier drüben, kleines Kätzchen. Dank Robos neuer Turbofüße werdet ihr uns nie fangen. Super Eulenflügel! Nicht ganz Spatzenhirn. Super Gecko-Muskeln. Da bist du mir wohl auf den Leim gegangen, Eidechsenbein. Erst so schnell, ich bekomme ihn nicht. Mein Super Katzentempo reicht nicht. Nein, hat er uns etwa besiegt? Nein, er kann zwar schnell rennen, aber du kannst schnell denken, Catboy. Gecko hat recht. Als Held kommt es nicht immer auf deine Superkräfte an. Wir brauchen nur einen Plan. Auf geht's, mickrige Masken. Fangt mich, wenn ihr könnt. Er ist schnell, aber nicht vorsichtig. Wir brauchen diese Fernbedienung. Du bist einfach zu schnell. Ich werde dich nie fangen. Ich gebe auf. Wirklich? Du gibst endlich zu, dass ich besser als ihr BJ Pappnasen bin. Super Gecko Tarnung. Ja, ich bin der Beste. Besser als die PJ Ungeziefer. Jetzt. Eulenflügelwind. Nein. Was macht nur dieser Knopf? Nein. Super Robo Tempo. Dafür werdet ihr bezahlen, PJ Masks. Vielleicht
muss man nicht immer schnell rennen, um zu gewinnen. Genau, die Trophäe für das schnellste Hirn geht an dich.